Also ich bin hier bei der Roxanne. Sie ist eine absolut tolle Hündin, aber auf einem Einzelplatz. Also die Leute sollten eine Minimum-Erfahrung haben. Sie ist nicht so verträglich mit anderen Hunden, speziell Hündinnen, auf gar keinen Fall. Rüden, ja, bedingt. Sie ist eine sehr selbstbewusste Hündin, auch wenn sie hier super gestresst ist. Aber sie ist intelligent, sie ist willig, was zu tun. Also es wäre toll bei Leuten, die sie auslasten, die mit ihr ein bisschen Sport machen. Wenn sie ist nicht mehr ganz so jung, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie im Moment ist, fällt mir nicht ein. Aber Roxanne! So, da ist sie wieder. Ja, sie sitzt vor, sie macht wirklich alles, um einem zu gefallen. Und es leidet hier entsetzlich. Unter den Bedingungen, dass sie hier so weggesperrt ist, alleine ist, wenn ich die Zeit habe, mit ihr spazieren zu gehen, so wie sie das gerne möchte oder bräuchte. Also, sie ist halt ein Schäfi, ja, nicht einmal ein ganz einfaches, ich meine noch einmal, total lieb mit Menschen, aber keine Katzen, keine anderen Hunde, wenn es geht, maximal Rüden und da auch nur bedingt, also muss man wirklich schauen, gell, Roten? Ja? Aber sie hat sicher nicht verdient hier in diesem kleinen, also Auslauf, zu klein, sie hat einen schönen Auslauf hier, aber das ist auch alles, was sie hat. Gell? Ja. Warte. Sie ist übrigens die Mama von den Welpen, also Welpen von diesen jungen Hunden, Roxana, York, York hieß der nicht, hieß der Jago, wer war denn dann noch? Xoros, sie ist die Mama von denen. Also dadurch, dass diese anderen Hunde haben alle einen Traumplatz und entwickeln sich dort wunderbar, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wirklich jemanden enttäuschen würde, ganz im Gegenteil. Hm? Sie ist mittelgroß, also jetzt nicht sehr mächtig, mach vielleicht maximal 55 cm, würde ich sagen, glaube ich nicht einmal, aber gut. Was denn? Schön, dass ich hier komme. So fein.